Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 11. Dezember. Und unter Grün Solingen heißt es Dorperkirche neuer Putzheld nicht. Ich kann es mir gerade zeigen. Dorperkirche neuer Putzheld nicht. Die Sanierung des Turmes an der Kranhöhe verzögert sich bis 2020. Gemeinde lädt zu Benefizabend mit Richard David Precht ein. Das hatte sich Pfarrer Joachim Römelt von der evangelischen Kirchengemeinde Dorp in der Adventszeit anders vorgestellt. Anstatt auf den frisch sanierten Turm zu blicken, muss er damit leben, dass das Gerüst bis mindestens April 2020 stehen bleibt. Der Grund liegt in neuen, in vier Schichten aufgetragenen Putz auf der Turmfassade. Der hat sich der Westseite gelöst und Hohlräume gebildet. Naja, das mit dem Turm ist schwierig und zumindest für die Kirche. Und das mit dem Deutsch ist fürs Tageblatt schwierig. Der hat sich der Westseite gelöst und Hohlräume gebildet. An diesen Tagen werde er dort entfernt, berichtet Römelt, der auch Vorsitzender des Presbyteriums ist. Warum sich der Putz gelöst hat, sei völlig unklar und Gegenstand einer Laboruntersuchung. Ich glaube, mit Sonnenblumenöl kriegt man das ganz gut hin. Der Neuauftrag erfolgt erst im April. Dazu braucht man mindestens 10 Grad Außentemperatur, sagt der Pfarrer. Wenn in der Kirche gebaut wird, braucht man immer mindestens 10 Grad Außentemperatur. Unklar ist, wie hoch der Schaden ist und wer ihn bezahlt. So, damit beende ich schon das Vorlesen dieses Artikels. Besser wird er nicht mehr. Ansonsten steht hier noch ein Zitat. Der Einsatz von Heizstrahlern im Winter wäre ökologischer Wahnsinn. Das ist hier blau geschrieben.